Irgendwie ist die Schenke in meinen Händen gelandet. Sie lacht. Meine eigene Schenke. Sie verlangt mir die viele schwere Arbeit ab, doch bislang ist es das wert gewesen. Freie Platzwahl. Willst du was trinken oder ein Zimmer? Wir haben gerade zwei frei. Leider können wir heute nichts besonderes schmackhaftes Essen anbieten. Sie seufzt. Es sei denn, du findest Gefallen am kalten Haferbrei. Ich könnte einen zuverlässigen Helfer gebrauchen. Kennst du jemanden, der nach Arbeit sucht? Oh naja, ich kann nicht gerade von mir behaupten, aus Erfahrung zu sprechen, aber ab und zu wird eine bestimmte Art von Leuten hier auf der Suche nach Arbeit vorstellig. Wenn du jemanden anwerben möchtest, werde ich sie gerne zu dir weiterschicken. Lass mich mal sehen, mit was ich arbeiten kann. Abenteurer der Stufe 1. Rekrutieren. Abenteurer der Stufe für, der Stufe wird wahrscheinlich Abenteurer der Stufe 1 für 250 Kupferstücke anwerben, soll da stehen. Räume. Hier könnten wir schlafen. Der Gemeinschaftsraum. Dirwaldstolz, Wahrnehmung, Mechanik. Wir können in den Laden gucken. Zeug. Gruppe. Lager. Hätten wir irgendwas, was wir an dich verkaufen könnten? Ja, die hier. Wenn wir was von hier nehmen? Ups, das war zu viel. Achso, so können wir einen nehmen. Da müssten wir an sie zahlen. Nee. Gruppe. Gruppenverwaltung. Keine Gefährten zum Anheuern verfügbar. Das mal weg. Und dann handeln wir. So. Aufgabe erfüllt zum späten Abendessen. Ich glaube, wir gehen erstmal kurz dem Koch Hallo sagen. Ah, du bist es, mein Retter. Er deutet mit einer ausladenden Geste auf die Küche um dich herum. Es ist schön, zurück zu sein. Glaube nicht, dass deine Taten unbelohnt bleiben werden. Ich habe schon beschlossen, dass du dir das Recht verdient hast, eines meiner berüchtigten Geheimnisse zu erfahren. Mein liebstes Rezept. Danach wirst du nichts mehr anderes essen wollen. Eine herzhafte Pastete, die dich gesund und munter halten wird. Möge es dir auf deinen Reisen gute Dienste erweisen. So, haben wir jetzt irgendwie ein Rezept gekriegt. Handwerk, Nahrung, Rinderbraten, Geschwindigkeit sofort, plus 10 Max Ausdauer, plus 2 Macht, Ratatouille Süßpastete. Herzhafte Pastete. Das wird wahrscheinlich irgendwas aus der Richtung sein. Schriftrollen der ersten Stufe. Schriftrolle des Flammenfächers. Erschütternde Berührung. Okay. Sehr viel Zeug, was wir anfertigen können. Wir gehen aber jetzt erst einmal in den Nebenraum und auch mal nach oben gucken. Wer sind die beiden da zum Beispiel? Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieser Frau. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Die Seele erkunden. Du erblickst eine Frau, die ihre Tasche auf ihrem Bett entleert und ihr Inventar begutachtet. Tränke, Verbandsmaterial, Tinkturen und Kräuter sind willkürlich in ihrem Raum verteilt. Sie beißt sich auf die Lippe, neigt den Kopf zur Seite und fegt ab. Sie beginnt einen Gegenstand nach dem anderen von neuem vorsichtig und mit Gedacht einzupacken, wobei ihre Hände zittern. Jeder Gegenstand hat seinen eigenen Platz, doch wie auch immer sie die Tasche packt, ist sie nicht damit zufrieden. Das Zittern wird schlimmer und sie leert die Tasche mit einer Hand vor dem Mund erneut aus. Die Tränen steigen auf, sie gibt jegliche Ordnung auf und schluckt alles, was sie kann, in die Tasche hinein. Sie greift nach ihr und rennt aus dem leeren Haus. Mit aufrechtem Gang läuft sie zum Dock, das Kinn vorgestreckt, der Blick hart und die Augen rot. Ein junger, schlank,
Einäugsiger Elf bekundet sein Beileid, doch sie nimmt ihn angesichts des Ozeans, das sich vor ihr offenbart, nicht wahr. Sie streift durch die Hafenanlage, bietet jedem, der ihr zuhört, ihre Dienste als Heilerin an. Jedem, der mit der nächsten Flut auslaufen wird. Kaum eine Stunde später beobachtet sie, wie ihre Kindheit in der Ferne verschwindet. Ein kleiner Fleck Insel, bis sie versucht, nicht zu springen. Okay, wir haben gerade eine Seele-Vision gehabt. Und vor dem Bauch. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Sehnsucht dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Du siehst eine Gruppe junger Männer um ein behelfsmäßiges Übungsziel herumstehen. Dieser Mann steht in ihrer Mitte und erklärt ihnen den Bau und die Benutzung eines Bogens. Während er spricht, hält er den Bogen hoch und erklärt jedes Teil und dessen Funktionsweise. Ein Bogen besteht aus zwei Teilen eigentlich. Danach geht er gut 70 Meter vom Ziel weg und sagt ihnen, sie sollen bleiben, wo sie sind. Er legt sorgsam an, erklärt ihnen dabei jeden Schritt und schießt den Pfeil ab. Zur großen Überraschung und Freude der Knaben, neben dem Ziel, trifft er es direkt ins Zentrum. Er lächelt, geht auf die Knaben zu und erläutert ihnen die richtige Körperhaltung und wie man einen Bogen am effektivsten hält. Vor der Baumgrenze nahe ihres Übungsplatzes hört er ein Geräusch und bleibt stehen. Er kneift die Augen gegen die Sonne zusammen und sucht den Wald ab. Ein Schatten bewegt sich dort und er bahnt sich seinen Weg durch den Wald hinter ihn. Er zieht einen Pfeil aus dem Köcher, legt ihn aufs Ziel an, wobei er die Bewegung der verborgenen Kreatur sorgsam berücksichtigt. Er lässt den Pfeil fliegen, vergeudet aber keine Zeit und schnappt sich einen weiteren. Die Knaben wirbelten herum und sehen, wie der Pfeil in den Wald saust und sofort in den Bäumen verschwindet. Plötzlich gibt es im Unterholz explosionsartige Bewegungen, als ein Hirsch aus der Baumgrenze bricht und über den Rand der Richtung rennt. Die Knaben lachen und wollen den Mann schon ob seines schlechten Schusses veralbern. Als sie den Pfeil in seinen gespannten Bogen sehen, den er auf den Hirsch angelegt hat, hören sie zu sprechen auf. Er schießt zum letzten Mal und sie lassen sich zu Boden fallen, als der Pfeil den Hirschpunkt genau hinter seiner Schulter trifft, Herz und Lunge durchtrifft und ihn fast augenblicklich tot zu Boden stürzen lässt. Die Knaben starren den Hirsch einige Sekunden an, dann drehen sie sich mit neu entdecktem Respekt langsam zu dem Mann. Er lächelt wieder und stößt ein kurzes Seufzen der Erleichterung aus. Okay, mit denen, die können wir wohl nicht anheuern, aber wir können mal hochgehen. Denn es heißt, hier oben gibt es einen Hund. Erstmal gibt es hier oben Trinker. Schankgast. Dietriche benötigt. Nein, ich möchte das Schloss nicht knacken. Ich möchte nämlich keine Stress haben. 10 Jahre Morgendämmerung. Keinen Stress haben mit dem Bewohner hier. Okay, aus dessen Seele kann ich auslesen. Du siehst einen Mann durch die Luft segeln und mit einem widerlichen Knacken gegen eine Wand in die Nähe knallen. Er steht nicht mehr auf. Sein Gegner, ein kräftig gut aussehender Krieger, mit einem raubtierhaften Grinsen dreht sich um und treibt seine Faust einem anderen Angreifer in den Bauch und entfernt sich ihm so aus der Spontanschlägerei. Die Schenke ist zu einem Wirbelwind aus Ellbogen, Knien, Fäusten und Füßen geworden und kein Ende ist in Sicht. Er fühlt sich ganz in seinem Element. In der Ecke flüstern drei schmächtigere Männer untereinander und werfen dem kräftigeren Mann in der Mitte böse Blicke zu, der lachend einen Stuhl über einem tätowierten Kopf zertrümmert. Die drei Männer positionieren sich in drei verschiedenen Bereichen des Raumes, nicken sich knapp zu und greifen an. Schlecht für sie ist nur, dass der Mann sie kommen sieht. Etwas in seinen Augen lodert hell auf und als alle drei brechen durch einen Schmerz zusammen, den sie nur in ihrem Verstand spüren. Der kräftige Mann verbeugt sich vor einem vollen Raum voll Bewusstloser und Kampfunfähiger, bevor er schiefpfeifend ins Freie schlendert. Oh, die reden da oben.
Ich glaube, das trifft wohl auf jeden hübschen Kerl hier in der Schenke zu. Ich muss nicht unbedingt wissen, mit wem er vor mir intim geworden ist. Okay. Die unterhalten sich hier. Dietriche. Und du kannst das hier knacken? Schloss geknackt. Schwierigkeit 2, 20 EP gesammelt. Gambazon, Duellantenhut und ein Degen. Right. Sure. Naja, wir brauchen Geld. Oh, das sind jetzt drei. Den da hatten wir schon. Ja, das war der, der durch die Luft segelt. Du? Was bist du? Du siehst einen abgemagerten Jungen in Ketten mit schwarzen Höhlen statt Augen. Der blickt auf eine Wand statt. Einmal ein Mann in einem dunklen Mantel tritt herein. Er hält eine Schriftrolle auf und eine merkwürdig geformte Feder in der Hand. Der Junge starrt ihn ausdruckslos an. Eine Leiche, die auf Belebung wartet. Der Mann schnalzt deutlich auffällig mit der Zunge. Der Junge steht mit hängenden Gliedern auf. Der Mann nimmt die Feder und fängt an, auf die Brust des Jungen zu schreiben, indem er spitze, verwinkelte Symbole von der Schriftrolle kopiert. Der Junge bleibt regungslos, während sich die Feder in seine Haut klebt und blutige Stellen hinterlässt. Der Zauberer endet mit einem Schnörkel und bellt ein geheimnisvolles Kommando, das den Symbolen ein trübes Glühen verleiht. Der Junge schreit auf, fällt mit den Knien auf den Steinboden auf, seine Brust schwarz und rot brennend. Schließlich verschwindet das Glühen und hinterlässt nur harte schwarze Narben auf der Haut. Er fällt zuckend zur Seite, während er die Augen verdreht. Der Zauberer grunzt und tritt ihm auf dem Weg nach draußen auf das Bein. Der Junge liegt bis zur Dämmerung auf dem Boden, die Augen weiterhin wie schwarze Löcher, während die Zuckungen zu krampfhaften Schütteln werden. Übel. Oh, hier hinten sieht es ein bisschen ungepflegt aus. Was ist mit dir? Eine Frau wieder. Du siehst eine lange leere Straße, die zwei große Getreidefelder voneinander trennt. Die Luft ist kaum in Bewegung und das Land scheint für den frühen Nachmittag zu still zu sein. Diese Frau geht ein Pferd führend langsam die Straße hinunter und zieht sich neugierig um. Sie scheint zu spüren, dass etwas nicht stimmt, aber sie kann nicht genau erkennen, was es ist. Sie bleibt stehen und legt die Nase schnüffelnd in den Wind. Sie wirft ihre Stirn in Falten und sieht sich nach irgendwas. Zieht sich um nach irgendwas. Der Himmel ist klar, keine Wolken. Sie schnüffelt nochmal, während sie sich immer noch mit bestürztem Gesicht umschaut und sagt ein einzelnes Wort: Feuer. Was auch immer das dahinter heißen soll. Sie schaut über die Felder hinweg, worauf sich ihre Bestürzung in Angst wandelt. Sie hält ihre Hand gegen die Sonne hoch und sieht noch einmal hin. Da sie nicht findet, wonach sie gesucht hat, springt sie wieder in ihren Sattel, ihre Angst und reine Panik. Sie gibt dem Pferd die Sporen und lässt es den Pfad entlang schießen, der dort um einige Bäume biegt, wo das Hauernhaus stehen sollte. Mit entsetztem Gesicht hält sie kurz auf dem verbrannten und schwelenden Rest ihres Elternhauses an. Mit denen in den Augen treibt sie ihr Pferd wieder die Sporen in die Seite und rast auf die Trümmer zu. Okay. Und da ist der schwarze Hund. Dieser Hund starrt mit angelegtem Kopf so aufmerksam auf das verdeckte Fenster, als würde er darauf warten, ein bestimmtes Geräusch zu hören. Als du dich ihm näherst, sieht er zu dir auf und stößt leicht Schwanzwedeln eines Winselns aus. Stößt leicht Schwanzwedeln dein leises Winseln aus. Hund streicheln. Der Schwanz des Hundes fröhlich auf die Bodendielen. Tut mir leid, meine Gute, aber ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Der Hund neigt den Kopf und winselt leicht. Nun, du kannst mit mir kommen. Vielleicht finden wir ihn hier unterwegs. Der Hund richtet sich auf, trottet zu dir herüber und bellt fröhlich. Jetzt haben wir einen Hund im Inventar. Begleittier. Dieser kleine Hund hat glitzerndes schwarzes Fell und ein freundliches Wesen. Er trottet neben dir entlang und blickt treu zu dir auf, sobald ihr stehen bleibt. Und den kann ich jetzt da reinlegen. Dadurch begleitet er mich. Ich weiß zwar noch nicht, was das bringt. Ja.
So, wir können hier rausgehen. Weil noch sind wir ja nicht müde. Und können uns etwas in der Stadt umsehen.